Höchste Alarmstufe für das Barrier Reef. Dieses UNESCO-Weltnaturerbe ist zwar schon seit langer Zeit bedroht, doch jetzt ist es wohl richtig ernst. Die australische Regierung hat den Bedrohungsstatus des Great Barrier Reefs erstmals von schlecht auf sehr schlecht gestuft. Warum genau und ist dieses einzigartige Ökosystem vielleicht doch noch zu retten? Klickst du Nature. Hier gibt es täglich spannende Videos zu den Themen Natur und Umwelt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Es gilt als das größte Korallenriff der Welt und liegt vor der Nordostküste Australiens. Mehr als 2900 Einzelkorallenriffe haben sich zum sogenannten Great Barrier Reef angesammelt. Das Great Barrier Reef hat wirklich erstaunliche Ausmaße. Es erstreckt sich über eine gigantische Länge von gut 2300 Kilometern und umfasst eine Fläche, die so groß ist wie ganz Deutschland. Das Riff ist sogar vom Weltraum aus zu sehen. Seit 1981 gilt es als Weltnaturerbe der UNESCO und oft wird es auch zu den 7 Weltwundern der Natur gezählt. Kein Wunder, denn die Flora und Fauna dort ist absolut einzigartig. Hier leben nicht nur unzählige Korallenarten, sondern auch mehr als 5000 Arten von Weichhäutern und rund 1500 Schwammarten und außerdem 215 Vogelarten. Und die Liste ist noch längst nicht vollständig. Zu finden sind hier auch Meeresschildkröten und Dugongs, das sind Seekühe, die vom Aussterben bedroht sind. Aber auch andere hier lebende Arten wie Haie, Delfine und Rochen sind bedroht. Doch die größten Teile des Great Barrier Reefs befinden sich in einem schlechten Zustand. Erst vor kurzem hatten Forschungsteams herausgefunden, dass allein im Jahr 2016 knapp ein Drittel aller Korallen gestorben sind. Jetzt hat die australische Regierung einen aktuellen Bericht vorgelegt, in dem der Bedrohungsstatus des Great Barrier Reefs von schlecht erstmals auf sehr schlecht herabgestuft wird. Das entspricht der untersten Stufe auf der internen Bewertungsskala der Regierung, heißt es nach offiziellen Angaben. Dazu David Wach vom Great Barrier Reef Marine Park Authority. Das ist die Behörde, die sich um das Riff kümmert. Der Bericht macht auf die Tatsache aufmerksam, dass die Aussichten für das Great Barrier Reef langfristig sehr schlecht sind. Das ist hauptsächlich auf den Klimawandel zurückzuführen. Damit spielt er auf die sogenannten Korallenbleichen an, die durch die zunehmende Erwärmung der Erde etwa 5-mal häufiger auftreten als noch vor einigen Jahrzehnten. Sowohl 2016 als auch im Jahr 2017 kam es zu enorm schweren Korallenbleichen. Die bunten Algen, mit denen die Korallen in einer Symbiose, also Gemeinschaft, zusammenleben, geben wegen des aufgewärmten Meerwassers Gifte ab. Die Korallen stoßen die Algen daraufhin ab. Der Korallenstock verliert seine Farbe, denn ihre Farbenpracht wird ihnen ja erst durch die Algen verliehen. Das Fatale: ohne diese Gemeinschaft sind die meisten Korallen nicht lebensfähig, denn die sogenannten Zooxanthellen liefern den Korallen Zucker als Nahrung. Nach dem Verblassen sterben die Korallen dann also ab, und das innerhalb weniger Monate. Und obwohl sie sich über mehrere Jahrhunderte hinweg gebildet haben. Die Folge: die Tropentaucher dann über Kilometer hinweg zu sehen bekommen, schneeweiße Kalkskelette ohne Leben. Laut einer aktuellen Studie könnte es in 25 Jahren sogar darauf hinauslaufen, dass Korallenbleichen in jedem Jahr auftreten. Doch schon jetzt ist die Gefahr da, dass sich die Riffe nicht mehr erholen können, da sie in immer kürzeren Abständen von Bleichen betroffen sind. Doch das ist nicht die einzige Bedrohung für das Great Barrier Reef. Auch die Überfischung, mehrere Zyklone, also Wirbelstürme, und die Verschlechterung der Wasserqualität machen dem Ökosystem zu schaffen. Letzteres ist vor allem bedingt durch die extreme Beweidung von Küstenland, also die Fleischproduktion. Der Bestand dieser Ökosysteme ist also ernsthaft gefährdet. Dabei hat Australien schon einiges an Geld für die Rettung des Great Barrier Reefs bereitgestellt. 500 Millionen australische Dollar, also rund 310 Millionen Euro, hatte das Umweltministerium im vergangenen Jahr investiert, um dieses Ökosystem zu schützen. Die Wasserqualität soll damit verbessert werden und geschädigte Korallenriffe wiederhergestellt werden. Keine unwichtige Sache für Australien. Schließlich ist das Great Barrier Reef ein Magnet für 2 Millionen Touristen pro Jahr. Es geht also richtig um Geld. So sind mehr als 60.000 Arbeitsplätze von diesem Ökosystem abhängig. Doch die Bemühungen der australischen Regierung reichen in den Augen einiger Fachleute noch lange nicht aus. Erst Mitte Juli hatte die Behörde Great Barrier Reef Marine Park Authority Alarm geschlagen. Demnach sei das Riff nicht mehr zu retten, wenn nicht ab sofort drastische Maßnahmen gegen die Klimakrise ergriffen werden. Dazu heißt es in dem Schreiben: nur die stärksten und schnellsten möglichen Maßnahmen, die die globalen Treibhausemissionen verringern, könnten das Riff noch retten. Der weitere Verlust von Korallen sei demnach bereits schon jetzt unvermeidlich, ein klarer Angriff auf die australische Regierung, die ihre eigenen Klimaziele wohl deutlich verfehlen wird. Bislang wurden die Ziele zur Emissionsminderung im Rahmen des Pariser Klimaabkommens noch nicht gesetzlich verankert. Der neue Ministerpräsident Australiens wird auch wegen der Kohle
Kohlepolitik des Landes kritisiert, so hat die Regierung gerade erst eine der größten Kohlegruben der Welt genehmigt. Laut aktuellen Studien hängen die Überlebenschancen des Great Barrier Reefs aber massiv davon ab, wie weit die globalen Temperaturen noch steigen werden. Ein Drittel der Korallen könnte zumindest noch gerettet werden, wenn die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzt werden kann. Wenn sich die Erde um 2 Grad erwärmt, sieht es aber extrem schlecht aus für die Korallen. Dann würden wohl alle vernichtet werden. Das ist wirklich extrem schade. Dabei hat die Weltartenschutzkonferenz vor kurzem Erfolge erzielt. Immer mehr Tiere werden geschützt. Anklicken, anschauen und Klicks um Nature abonnieren, wenn ihr, was Umwelt und Natur anbelangt, immer up-to-date sein wollt. Hier gibt es nämlich täglich, und das ist einzigartig auf YouTube, Videos rund um Natur und Umwelt. Also abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Bis dann. Bleibt dran.